der Stille lauschen, den Duft des Waldes atmen, verwunschenen Bachtälern folgen, versteckte Felsen entdecken. Wald, so weit das Auge reicht. Man könnte glatt verloren gehen, wären da nicht 8000 Kilometer gut ausgeschilderte Wanderwege. Der Pfälzer Wald ist einfach vielseitig durch seine vielen Buntsandsteinfelsen, die Burgen grenzüberschreitend mit Frankreich. Wir sind grenzüberschreitendes Biosphärenreservat. Wir haben tolle Wanderwege, Premiumwege, Radwege für die ganze Familie entlang von Flüssen an Bergen vorbei. Also es ist für jeden was dabei. Vor allem aber garantiert der Pfälzerwald ein intensives Naturerlebnis. Und das schätzen die Besucher. Und dann am See hier gehen wir am Ufer wieder zurück und dann sind wir wieder vorne am Campingplatz. Und dann können wir noch eine Runde schwimmen gehen. Also das Tolle ist hier, dass es hier wunderbare kleine Wanderwege gibt. Also so jetzt nicht diese breiten Autobahnen, sondern dass es sehr viele kleine Singletrails wie in Mountainbike-Reisen zum Beispiel. Ich fahre auch Mountainbike hier sehr viel. Und die zweite Sache ist auch die Möglichkeit, hier einzukehren in diese Wandervereinshütten, wo man für sehr günstiges Geld eigentlich eine gute Mahlzeit bekommt. Gut gestärkt kann es weitergehen. Sie machen die Landschaft hier einzigartig, die roten Buntsandsteinfelsen, 200 Millionen Jahre alt. Weil der Stein relativ weich ist, setzen Wind und Erosion ihm zu. Das Ergebnis: bizarre Formen wie diese. Der Teufelstisch bei Dahn ist einer der markantesten Felsen und Wahrzeichen der Region. Auf Kletterer üben diese Felsformationen eine magische Anziehungskraft aus. Marco Küster ist wegen ihnen hierher gezogen. Die Kletterrouten sind oft anspruchsvoll und selbst für geübte Sportler wie ihn eine Herausforderung. Also mich persönlich fasziniert hier in der Südpfalz nach wie vor, dass man hier so die Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Klettern findet. Also früher wurden wenige Haken in den Fels einzementiert und heute hat das moderne Sportklettern eigentlich einen ganz anderen Kletterstil entwickelt. Und hier in der Südpfalz findet man eben beide. Um die Welt der Felsen möglichst vielen Menschen nahe zu bringen, wurden in den letzten Jahren neue Wanderwege angelegt. Einer der schönsten ist der 90 Kilometer lange Felsenland-Sagenweg. Er macht auch mit einem weiteren Highlight der Region vertraut, den Felsenburgen. Unvergleichlich der Ausblick von der Wegelnburg. Im Mittelalter gab es hier über 500 Burgen. Die mächtigste steht bei Annweiler, die Reichsburg Trifels. Sie war im 12. Jahrhundert die Lieblingsburg von Kaiser Barbarossa. Heute sind hier Kopien der Reichskleinodien ausgestellt. Aber bekannt ist die Burg wegen eines berühmten Gefangenen. Wir haben erfahren, dass Richard Löwenherz hier gefangen gehalten wurde. Das wollten wir uns unbedingt ansehen. Ich habe gehört, dass Richard Löwenherz hier war. Das interessiert mich sehr. Ich möchte mehr über ihn erfahren. Ein faszinierender Typ. Und der prominenteste Gefangene, den die Burg jemals sah. 1193 saß er für einige Wochen auf dem Trifels fest. Für die damals ungeheure Summe von 35 Tonnen Silber kaufte England seinen König frei. Nicht weit vom Trifels fällt der Pfälzerwald sanft zur Rheinebene ab. Hier erstreckt sich das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands, die Deutsche Weinstraße. Sie lädt ein zu einem Rendezvous mit dieser Kulturlandschaft und der pfälzischen Gastfreundschaft. Hinter dem deutschen Weintor fängt Frankreich an. Grenzüberschreitende Rad- und Wanderwege führen in die Nordvogesen.
Auch hier locken kleine Weindörfer. Nur die Sprache lässt erkennen, wo man gerade ist. Ob Deutschland oder Frankreich, Besucher sind eingeladen, von beiden Ländern das Beste zu genießen.